Willkommen zurück bei Drakensang. Drakensang. Ja, gib Salina Bescheid. Wir haben jetzt Drano aus dem Gefängnis gerettet, weil wir so toll sind. Und ich soll jetzt Salina Bescheid geben, dass Drano wieder auf freiem Fuß ist. Die Arme weint sich sonst noch ganz umsonst die Augen aus dem Kopf. Das wollen wir ja nicht. Das ist ja nicht schön. Also, Salina ist mir sehr sympathisch. Ich mag die. Auch wenn sie sehr freizügig ist, was so einige Sachen angeht, Klamotten und so, aber ich mag sie. Hallo Auralia, mit dir sprechen wir nochmal. Ich begrüße euch an meinem Stand. Hallo. Wir haben uns doch in Avestroy gesehen. Seid ihr viel auf Reisen? Boah, wir sind voll groß. Wir gucken voll auf die Runde. Ja. Ja, das will ich wohl meinen. Weshalb fragt ihr? Und jetzt erzählst du uns von einem Rezept und einer Zutat, die ihr da fehlt. Und ja, wir wollen ihr da natürlich gerne helfen. Und ja, das können wir allerdings auch erst später machen. Das ist der Meistertrang. Finde einen Kundigen, weil irgendwas mit dem Rezept nicht in Ordnung ist. Ich lese das jetzt nicht alles vor. Ich mache das dann, wenn es soweit ist, weil sonst ist es echt ein bisschen kompliziert, das zu erklären und das schiebt sich sehr weit hinten auf. Ja. Wo muss ich denn hin? Zum Praios-Platz, ne? Ja. Ach ja. Alles, was ich nicht mag, ist Hemlock. Der ist irgendwie so zickig. Ich kann ihn nicht ab. Das ist voll der. Da ist Drano ja noch cooler. Na, Drano ist sowieso cool. Wieso zweifle ich das überhaupt an? Oh, welch Schande von mir. Ja, aber mein Lieblingscharakter ist und bleibt Cladis, die Gute. Deren Nachnamen ich niemals aussprechen werde, weil ich es nicht kann oder werden kann oder wie auch immer. Naja, ist auch egal. Hauptsache, ich finde hier so einigermaßen durchs Spiel durch. Ein Huhn! Ei, Huhn! Haha. So. Oh, haben sie Fähnchen aufgestellt, wie schön. Oh, es sieht nach Gewitter aus. Tja, da hat der Kachelmann nicht das Richtige angesagt, was? Hä? Wo ist denn Salina? Die weiß wohl, dass Drana wieder zurück ist. Ja. Hallo. Schau mal einer an. Wen haben wir denn? Da. Wen haben wir denn da? Ah. Tja, da freut euch zu früh. Dranor ist nämlich nicht in der Stadtwache. Oder verhaftet worden von der Stadtwache. Doch wurde er, aber er sitzt nicht mehr hinter Gittern. Das erzählen wir ihm jetzt. Und könnt ihr uns vielleicht sagen, wo Salina ist? Sie ist unterwegs und ich muss noch einige Sachen erledigen, bevor die Feierlichkeiten beginnen. Ah, noch etwas. Bitte richte Salina aus, dass Dranor wieder ein freier Mann ist. Was? Bei allen tausend? Aber sicher doch, wie er sich freut. Geschlossen, Salinas, bitte. Abgeschlossen und yay. Gut, dann machen wir jetzt mal mit unserer Hauptquest weiter. Mit der Bitte. Oder Quatsch, mit Dorion, Darion, mit dem D-Typ. Hallo, Saleo. Der Zugang zum Hesindetempel wird erst zur Ausrufung der Drachenqueste geöffnet. Noch befinden wir uns in den Vorbereitungen dazu. Kommt bitte später wieder. Nö. Ich bin auf Geheiß Rakuriums hier. Ich darf da rein, ich bin VIP. Ne? So. Jetzt gehen wir da auch rein. Ja. Oh, mein PC läuft gerade wieder heiß. Okay, jetzt hat er sich beruhigt. Nicht Gucci, ganz ruhig da unten. Oh, jetzt kommt wieder so eine tolle Quest. Ach ja, wunderschön, wie ich sie liebe. Oh, naja. Wer schön sein will, muss leiden. Ja. Voll der Fehler am Platze, der Spruch. Hier ist ein alter Magger und ein Dorion. Hallo Dorion. Willkommen im geheiligten Tempel der Hesinde. Peace. Ihr seid sicher der Gesandte Rakoriums. Yep. Ich bin Midnight Control. Und ja. Hesinde sei Dank, dass. Wieso mache ich das eigentlich immer so, dass ich meine Stimme immer so hoch stelle, wenn ich andere nachmache? Meistens sind ja Männer und die haben ja eine tiefe Stimme. Hesinde sei Dank, dass ihr gekommen seid. Blabliblo.
Aber er erzählt uns jetzt, dass er mit diesem Fest nicht weitermachen kann, weil er nämlich dieses Ornament vermisst und das sollen wir wiederholen. Und zwar im Keller. Aber das ist eine Amöbenplage. Die Viecher sind echt ohne Scheiß. Die sind so nervig. So, und jetzt sollen wir den Kellerschlüssel holen. Hochwürden Dorion berichtete mir, dass der Zugang zum Gewölbe der Kirche aus Sicherheitsgründen verschlossen wurde. Novize Avanti verwahrt zurzeit den Schlüssel, denn er forscht gerade auf den unteren Etagen nach einigen der alten Schriften. Dort werde ich ihn finden. Suche die Orakelsteine. Genau, die Orakelsteine, die sollen wir suchen. Ornamente, wie auch immer. Wie die heißen, ist ja egal. Jetzt, wo ich Zugang zu den unteren Gewölben habe, sollte ich mich langsam auf die Suche nach den drei Orakelsteinen begeben. Aber es ist Vorsicht geboten. Die Amöbenplage ist noch nicht gebannt. Und da war... Hallo? Was ist das? Achso. Das sah eben so komisch aus. So hell. Hell. Ja, jetzt kommen wir hier in so einen riesigen Raum mit vielen Türen. Allerdings diese Türen, die führen eigentlich überall, also wir kommen immer aufs selbe raus. Scheißegal. Jetzt müsste hier irgendwo Avanti sein. Wenn ich gleich in den Rhein renne, dann erschrecke ich mich voll. Ah, da ist er. Da ist er ja. Stopp, bleib stehen, Kollege. Nicht so schnell. Das kann doch nicht wahr sein. Hallo. Ist das auch nicht? Na? Oh. Ihr habt mich erschreckt. Hi, ich bin's, ne? Seid ihr Avanti? Ja, da bin ich. Und, wir wurden geschickt von Torion und wir brauchen den Schlüssel, ne? Schlüssel, gib uns den Schlüssel. Und ja, und bla. Und er muss ein Dokument finden, deswegen sprechen wir nochmal mit ihm. Ihr seid ja immer noch da. Schleicht euch doch nicht so heran. Was wollt ihr? Wieso anschleichen? Wir standen genau vor dir. Ihr seht verwirrt aus. Können wir irgendwie helfen? Ja, und wir sollen ein Dokument für ihn finden. Wenn wir das jetzt noch finden, dann können wir ihm auch helfen, weil das ist irgendwie sehr verzwickt, das zu suchen. Das ist irgendwie doof, dieses Buch. Guck mal, wie gechillt er jetzt ist. Also eigentlich, er war ja eben voll doof. Wow, so. Wow, Hilfe. Das scheiß Buch ist weg und Panik. So, jetzt betreten wir hier den sagenumwobenen Keller mit den Amöben. Diese Amöben sind echt ohne Ende scheiße, weil die sich... Ja! Der Tiefe werden diesen heiligen Ort genau. Nicht mehr lange verpesten. Die sind nämlich so nervig. Amazone voraus. Ach so, ja. Die, folgt mir. Da sie nämlich sich sehr schnell wieder generieren und das ist echt müllig. Das ist sehr Candidus. Scheiße. Ich versuche mein Bestes. Ach, da ist auch noch eine. Oh, toll. Oh, da sind ja noch mehr. Hau rein! Mach's alle kaputt! Bei meiner Axt! Total hier organisiert und so. Ich bin gerade mal voll desorganisiert. Naja. Krieg schon irgendwie hin. Warte mal, haut ihr jetzt auf denselben rauf oder nicht? Ihr müsst das mal ein bisschen strukturieren, Leute. Also, ne, ein bisschen Achtung und so. Und ja. Aber wie blöd, dass ich ihr noch keine Kampfsachen beigebracht habe. Ich bin überfordert. Ah, scheiße. Oh ja, mach den jetzt. Mach den platt. Mach ihn platt, los. Ah! Und die mit ihrem dummen Gift. Damit betäuben die einen immer. Das ist so nervig. Hau die kaputt. Los. Amazone voraus. So, ich habe jetzt keinen Bock mehr. So, wir machen das jetzt ganz strukturiert. Strukturierte Scheiße. Ich mach das aufgepasst. Ich das aufregt. So, der ist jetzt tot. Gut. Ihr jetzt volle Kanne auf den. Für Ardo. Meine Rache. Und du auch. Da hinten. Du kannst einen Nahangriff machen, weil gleich wirst du eh angegriffen. Oh, warte mal. Den auswählen. Jetzt wird's ernst. Das bin ich.
Ah, bist du wieder benommen? Ich könnte mich aufregen. Ich könnte. Ich wollte. Nein, bleib da stehen. Bleib da bloß stehen. Seh zu. Ihr seid so nervig. So nervig. Wisst ihr eigentlich, dass ihr einen so lange aufhaltet? Ich nehme die Sache in die Hand. Ich versuche mein Bestes. Seht ihr, wie schnell die sich generieren, diese Scheißdinger? Diese ausgeborene Hölle! Hau drauf! Zack, zack! Bumm! Und jetzt tot, 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 tot! Oh, Gott sei Dank! Und jetzt können wir die gleich ausnehmen und ich mache jetzt einen Schnitt, weil es knapp geworden wegen diesen Scheißdingern, die so lange aufgehalten haben. Bis gleich!